Willkommen hier wieder zurück zu Harvest Stella. So, also wir müssen nach zum Rummel. So. Letzten paar Tage waren wir zwar schon da, aber wir haben es halt nicht geschafft. Phantasmagoria. So. Phantasmoria, wollte ich sagen. Phantasmagoria. So. Und hier können wir dann jetzt am Endpunkt des Traums wieder zurückgehen an den Punkt, wo wir waren. Und dadurch, dass sich jetzt hier schon alles ein bisschen in Bewegung gesetzt hat. Komm, schaffst du. Ach, Schande, aber auch. Das dauert so elendig lange. So. Füllen wir erstmal auf. Ich muss trotzdem warten. Weil man darf hier leider auch nicht rüberspringen. Ich würde sagen, das wird dem Ganzen sogar ein bisschen mehr Charme verleihen, aber wahrscheinlich würde es dann zu viele Probleme mit den Kollisionen geben. So. Ich kann ja hier auch runter. Macht mehr Sinn, finde ich. Warum greifst du eigentlich mich an? Während ich dich noch gar nicht angegriffen hatte. So, jetzt könnte ich hier natürlich... Nee, könnte ich nicht. Ich wollte sagen, ich könnte jetzt hier ohne Probleme einfach mal dahin zu diesem einen Bereich da gehen. Aber nein, das geht ja noch gar nicht. Muss ja andersrum laufen, was ich jetzt nicht gemacht habe. Ich bin jetzt in den abgekürzten Weg gegangen. Oh. Ich habe die ganze Zeit A gedrückt. Das bringt mich natürlich nicht weiter. Ernsthaft? Doch, wenn man hinter ihm lang geht. So. Und? Wow. Obwohl das eine Schwäche ist. So. Hoi, hoi, die halten echt was aus. Muss ich ernsthaft an dem vorbei? Nee, muss ich nicht. Okay. Ich wollte schon sagen, ihr wollt mir doch jetzt auf den Arm nehmen, oder was? Das wäre jetzt echt... Also ich muss sagen, für mich persönlich wäre das echt heftig gewesen. Dass man jetzt so gesehen schon fast gezwungen wird, gegen so welche Typen zu kämpfen. Wow. Das war jetzt mal eine krasse Sache. Die haben jetzt eben gerade, weil ich die alle gleichzeitig gepult hat, aus Versehen. Naja, gut. Aber trotzdem, ich hatte sie alle gleichzeitig gepult. Das war jetzt gerade, ja, nicht gerade ohne. Da hinten ist Rang 2 und eine Leiter. Ah, komm. Nehmen wir das halt.
Ich hätte jetzt echt gedacht, ich komme an den ran, aber nö. Solange ich hier oben bin, geht das nicht. Ach, ich muss da jeweils rüberspringen. Das ist ja nett. Das hätte man mir auch mal vorsagen können. Dass automatisch die Leiter nicht hochklettert. Nee, naja. So. Eisenwurzel. Oh, möchtest du dich ausruhen? Nein. Falls es ausruhen ist. Ja, ebenfalls, er hat seine Schwachstelle entdeckt. Monolithfragment. Schön, schön. Es sind ja gleich wieder drei große. Das finde ich wieder so ein bisschen so, ne, nicht so schön. Ja, nämlich hier. Also eigentlich muss ich nur geradeaus durch. So. Schon war es das. So. Die hätten echt einiges aus. So. Hey, da vorne sind wir endlich am nächsten Punkt angekommen. Da geht's wieder in ein Labyrinth? Ernsthaft? Oh Mann. So viel zu entdecken. Bist du in Ordnung? Hast du dich verletzt? Ja, mir geht's gut. Hast du dich verletzt? Ja, mir geht's gut. Hm? Ah, okay. Hey, wo sind Mama und Papi? Sie, weißt du was? Hier sieht es eigentlich immer ganz anders aus. Hier sollte viel mehr los sein, wie eine Fantasiewelt, in der man den Alltag vergessen und glücklich sein kann. Also muss das ein Traum sein. Wenn ich aufwache, werden Mami und Papi und alle anderen da sein. Hör auf, spiel mir nicht noch mehr aus meiner Erinnerung vor. Aria? Du siehst zu, oder? Nostalgiespieler, komm raus. Lange nicht gesehen, Aria. Ist es für dich schon lange her? Ja, das letzte Mal, dass jemand zu Besuch kam, ist Jahre her. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um deinen Besuch unterhaltsam zu gestalten, wie beim letzten Mal. Aber du bist nicht für den ganzen Park verantwortlich, oder? Du solltest doch nur für Nostalgie verantwortlich sein. Also, warum bist du... Es ist viel mehr Zeit verstrichen, als du denkst. Alle KI-Mensch-Maschinen, die Phantasmagoria leiteten, wurden hier zurückgelassen. Und jetzt bin ich unser Anführer. Nachdem die Menschen uns verlassen hatten, kamen all die anderen Maschinen zu mir, um der Realität zu entfliehen. Also, gehört dieser Park nur mir. Niemand entkommt seinen Erinnerungen. Aber das weißt du natürlich, Aria. Wenn du deine Vermutung bestätigt haben willst, dann folge mir. Aria, wovon hat das Ding gesprochen? Etwas, das ich lieber nicht glauben würde,
aber ich habe den Verdacht, dass ich doch recht haben könnte. Und das will es mir zeigen. Soll es ein kaputtes Disneyland sein? Jetzt so mit dem Schloss? Würde das ja noch ein bisschen mehr Sinn ergeben. Aber vielleicht ist es auch nur eine Art Ähnlichkeit. Moment, warum sind wir denn jetzt hier schon so weit oben? Schloss der Erinnerung freigeschalten. Okay. Aber auch hier wieder. Es geht wieder Richtung Abend. Und wir müssen... mal mindestens ein Reparaturset bauen. Du bist müde. Ja, weiß ich. Musst du mir nicht sagen. Gemüsesalat könnte ich jetzt hier entsprechend ein bisschen aufpeppen. Und könnte davon 3 Stück kochen. Und dann ins Bett gehen noch rechtzeitig. Ach, knapp. Es ist nicht gerade viel, was ich bekommen habe. Aber gut, was soll ich Großartiges machen? Ich habe alles eingesammelt, was ich einsammeln konnte. Ich habe alles verkauft, was ich verkaufen konnte. Halt doch, war richtig. Premium-Pelz gibt Geld. Okay. Das hätte ich vielleicht noch verkaufen können. So. Und jetzt ist es halt schon wieder Standard, ne? Pflanzen, ernten, bloß... ich brauche halt das Geld, ne? Ah, und die Kartoffeln sind fertig. Ich glaube, hier könnte es vielleicht sogar Sinn machen, das so zu machen, dass ich wirklich das hier erstmal ernte und das dann auffülle, wenn ich wirklich soweit bin. Also, wenn das andere auch alles weg ist. Ich sollte es jedenfalls gießen, damit es dann nicht kaputt geht, ne? Und dann kann ich ja wieder 100 von irgendwas holen, wo ich vielleicht ein bisschen Gewinn erahnen kann. So, Kartoffeln. Nicht eine zum Kochen? Ernsthaft? Ach Mann. Egal, ich brauche das Geld. Kann ich euch jetzt ernten? Das gibt's doch nicht, dass ich das Nektarrohr nicht ernten darf. Mann. Und das Hirnbiom? Auch noch nicht. Was ist denn da los, doch? Mann. Okay. Was ich aber machen darf, ist hier was einsammeln. Das ist schon mal gut. Achso, ich habe ja gar keine Materialien dabei. Haha. Ha. Ah, okay. So. Das kann aber erstmal beiseite. Habe ich jetzt gerade ernsthaft die Batterie reingetan?
die ich für unterwegs brauche. Ist klar. Gut. Das haben wir alles. Dann kann ich sogar schon wieder gleich zurück. Klar, ich könnte jetzt die Kartoffeln da wieder ergänzen und was holen und ach, ihr wisst ja, das übliche Prozedere, aber wenn ich jetzt wirklich so viel Zeit habe, dann sollte ich das mal nutzen. Es bietet sich ja regelrecht an. Gut, ich könnte auch meine Farm ausbauen, wäre auch keine schlechte Idee, aber nein. Phantasmagoria. Von dort aus würde ich dann gerne zum Schloss der Erinnerung, glaube ich, hieß es doch, ne? Eingang Schloss der Erinnerung, ne? Ja. Und schon sind wir hier. Juhu. Ich spüre da vorne etwas Ungewöhnliches. Ah, gut, dann machen wir den Bosskampf noch, komm. Mehr als sterben kann ich ja nicht. Aria, du bist gekommen. Habe ich diese Puppe schon mal gesehen? Ist das die gleiche wie in der Höhle? Das ist eine der Automaten aus derselben Reihe. Ich erinnere mich an dich, Aria. Als du das letzte Mal hier warst, warst du noch ein kleines Mädchen. Als es Zeit war zu gehen, wolltest du unbedingt hierbleiben und bist deinen Eltern davongelaufen. Erinnerst du dich noch? Du bist bei mir in Nostalgia geblieben, bis der Park geschlossen wurde. Ja, ich erinnere mich. Soweit ich weiß, bist du die Einzige, die das je gemacht hat. Du hast mir beigebracht, wie es sich anfühlt, Spaß zu haben. Du warst die erste Person, die mich ebenbürtig und nicht wie eine Puppe behandelte. Aber was ist hier passiert? Ich kann mich nicht erinnern, dass Phantasmagoria jetzt so heruntergekommen war. Selbst nach der Katastrophe war dies der einzige Ort, an dem wir alle entfliehen konnten. Ein cleveres Mädchen wie du hat das doch sicher schon begriffen. Mami, Papi, wo seid ihr? Wo sind alle hin? Ich bin so einsam. Was ist hier los? Lasst mich nicht allein. Hör auf! War das Aria? Dieses kleine Mädchen ist eine Personifikation dessen, was in Arias Herzen vor sich geht. Was soll das denn heißen? Ich wurde gebaut, um die Vergangenheit unserer Besucher zu lesen und ihnen angenehme Visionen vorzuspielen. Dank mir können sich unsere Besucher direkt hier im Park an schöne Visionen aus ihrer Vergangenheit erfreuen. Etwa so. Tila! Mutter? Fia? Die erzeugten Bilder variieren je nach Person. Du, findest du das lustig, so mit uns zu spielen? Nein, dazu wurde ich einfach gebaut. Ich bin ein Nostalgiespieler. Ich existiere, um mein Ziel als Nostalgie-Abspielgerät zu erfüllen. Ich kann ganz einfach eure Gedanken nachverfolgen, denn die Gegenwart und die Vergangenheit sind untrennbar. Darum weiß ich bereits, was du denkst, Aria. Es ist so, wie es das Mädchen sagte, du hast es bereits gemerkt. Und dein Verdacht stimmt zur Hälfte. Unmöglich, aber das... Was war dein Verdacht, Aria? Dass... wir uns praktisch in eurer Zukunft befinden. Das hier sieht sehr nach dem Zeitalter aus, aus dem ich stamme. Du meinst, wir sind gerade in deinem Zeitalter? Aber das ergibt keinen Sinn. Es sieht meiner Zeit zwar ähnlich, aber es sieht nicht aus wie in meiner Erinnerung. Kannst du es nicht akzeptieren, Aria, in diesem Fall? In diesem Fall war es.
Mein Urteilsfähigkeit ist außerordentlich regulär. Ich wollte lediglich eure Gliedmassen verbrennen, damit ihr nicht gehen könnt. Mehr nicht. Wenn Arya sich der Realität nicht stellen will, sollte sie hier bleiben, für immer. Ich kann sie von dem ablenken, was sie nicht sehen will, und ihre geistigen Qualen mit Visionen von früher lindern. So können Menschen mit Würde sterben, in friedlicher Ruhe. Menschen haben mich erschaffen. Ich könnte es nicht ertragen, auch nur einen weiteren grausamen Sterben zu sehen. Aber die Beine abbrennen. Ja, nee, ist klar. Ich denke, ich... Arya, komm wieder zu dir. Troplay. Du hast recht. Wir können uns nicht sicher sein, dass das alles wahr ist. Außerdem, es ist nicht meine Art, aufzugeben, oder? Warum verstehst du es nicht? So wie ihr uns liebtet, lieben wir euch auch. Eure Freude, eure schwammiges Wissen, eure verwundeten Herzen. Ich würde alles tun, um das zu beschützen, selbst wenn ich euch dafür zerstören muss. Niemand übertrumpft das Gedächtnis oder mich, den Traumweber von Phantasmagoria. Okay, das ist schon mal eine doofe Sache. Oh, schön, dass du in dem Augenblick da die... Oh, ich bin reingerannt. Mach ich den Schaden oder... Ah, ne, den Schaden macht sie, ne? Oh, das bin ich aber. Also er ist anfällig gegen Blitze. Ich müsste jetzt nur die Blitze irgendwie erhöhen können. Ja gut, so mache ich auch Schwäche bei ihm. Das sehe ich jetzt erst. So. Das war jetzt, glaube ich, der richtige Schlag mal hier. Was sind hier gerade Kamehamehas los, ey? War... Mal ausweichen. Jawohl, Bruch. Und ausweichen. Und nochmal ein Bruch. Doppelbruch. So. Na. Komm. Oh, das gibt's nicht. Ich krieg den letzten Bruch nicht zustande. Ja. Wir müssen jetzt hier erstmal hier platt machen, diese kleinen. Ja. Nein, komm. Kommt, Leute, konzentriert euch. Oh, das war knapp.
Bewusstsein wird durch Erinnerungen begrenzt. Man kann keine Vision schaffen, die über Gesehenes hinausgeht. Die beste Realität ist das Produkt eurer Fantasie. Nein, das ist nicht die Realität. Wenn das so ist, dann möchte ich gerne die Vorhersage mit euch teilen, die ich berechnet habe. Es ist sogar viel zu gewiss, um eine Vorhersage zu sein. Es ist die künftige Realität. Automaten irren sich nie. Aria, dein Herz wird bald brechen. Okay. Hat es aufgehört? Ja. Ich verstehe immer noch nicht, warum es diese Puppe überhaupt gab. Warum wollte jeder Vision von früher sehen? Niemand in meinem Zeitalter hatte noch Hoffnung. Um unsere Welt stand es zunehmend schlechter. Die Zukunft begann eine neue Bedeutung anzunehmen. Die Zukunft stand für Hoffnungslosigkeit und Finsternis. Also idealisierten wir die Vergangenheit als wunderschönen Ort. Darum wurde dieser Park nach unseren Träumen der Vergangenheit geschaffen. Wir sind an unseren Erinnerungen gebunden, das lässt sich nicht bestreiten. Niemand übertrumpft das Gedächtnis, hä? Wenn ich so darüber nachdenke, war das etwas zu der Zeit, als die Katastrophe geschah. Danach war die Welt nie wieder wie vorher. Jabberwocky, wo warst du? Wir waren hier echt in Schwierigkeiten. Da wir schon hier sind, dachte ich, ich könnte doch die Parkdaten extrahieren für alle Fälle. Also, hier lang? Ja, wenn wir erst da sind, wird alles Sinn ergeben. Also, weiter geht's. Ihr habt euch entschieden, nicht in der Vergangenheit zu bleiben. Eine bewundernswerte Entscheidung. Ihr hättet genauso gut zum kompletten Stillstand kommen können. Es gibt kein Zurück, das wisst ihr doch, oder? Ich glaube, hier muss ich jetzt lang, ne? Ja. In den nächsten Bereich. Astralhelix-Forschungsstation, glaube ich, stand da, ne? Forschungsanlage, nicht Forschungsstation. Wo sind wir? Das ist die Astralhelix-Forschungsanlage. Hier untersuchten Menschen das Leben auf diesem Stern. Das Leben auf diesem Stern? Das ist das Forschungszentrum, für das ich arbeite, also gearbeitet habe. Jabberwocky, bitte sag mir, was hier passiert ist. Das weiß ich nicht. Ich war mein Leben lang in Eden. Aber wenn wir die Datenprotokolle finden, die überlebt haben, könnte ich sie analysieren. Wir müssen also weitergehen, wenn wir die Wahrheit erfahren wollen. Wenn es das ist, was ihr wollt, das ist der Weg. Nee, das war was anderes, ne? Ups. Tja, jetzt ist es zu spät zum Umkehren. Egal, welche Realität uns erwartet. Nun gut, aber welche Realität uns jetzt wirklich erwartet, können wir dann im nächsten Part klären. Jetzt erstmal verheißene Frucht. Würde ich sagen, beenden wir erstmal die Folge. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal. Ich suche erst noch den Speicherpunkt. Das wäre sonst ärgerlich. Okay, noch nicht bis zum nächsten Mal. Achso. Sollte hier nicht eigentlich irgendwo ein Speicherpunkt mal sein?
Also, nur nebenbei angemerkt. Eine Igis. Hallo? Achso, ich habe die falsche Taste gedrückt, deswegen. Es ist schön, dass sie auch was gegessen hatte und es nicht gewirkt hat. Achso, weil er es falsch ausgewählt hat. Ha! Das macht Sinn. Okay, eigentlich suche ich jetzt nur den Speicherpunkt. Ich glaube, für den muss man bezahlen, kann das sein? Scheinbar irgendwie schon. Dann laufe ich jetzt einfach mal weiter und lasse die mal ihr Gegner sein. Weil ich ja hier eh nochmal lang muss. Hallo und tschüss. Hallo, ich hätte gerne... Du kannst jetzt den Lift verwenden. Wow, es gibt hier keinen Speicherpunkt. Das ist mal interessant. Gut. Dann gehe ich ganz kurz nach Phantasmagoria und speichere da. Also, im nächsten... Ach, hier. Gut. Dann geht es... nein. Im nächsten Part weiter. Ich sage danke. Bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Truhaut rein. Tschüss.